Hallöchen meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Deponia. Wir sind jetzt hier gerade bei den, bei der Zuckerwattenmaschine. Und wir müssen, wenn ich mich recht entsinne, weil es schon wieder ein bisschen länger her ist, warum ist die Musik hier so laut? Ist sie schon immer so laut? Es kommt mir so vor, als wäre die Musik lauter gestellt als sonst, ist sie aber nicht. Weil ich sie immer auf 16 stelle und... Es ist auf 16 gestellt, komisch. Okay, weil... Ich möchte mal schnell hier hinlaufen, weil das weiß ich noch, zum Fahrstuhl. Und zwar müssen wir zu der oberen Aufstiegsstation, zur Plattform. Da müssen wir hin. Und dafür müssen wir noch etwas tun. Und zwar... ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Verdammt! Bringt nichts. Ich brauche das Passwort. Genau, das Passwort brauchen wir. Nicht dorthin laufen, du sollst wieder zur Bahnhofshalle. Und dafür müssen wir ein bisschen rumprobieren. Ich glaube, hier stand das Passwort, oder? Da fehlt ein Stück Scheibe. Habe ich so das Gefühl gehabt, Niemals. Die Schneise der Verwüstung hinter mir ist mein Geschenk an die Nachwelt. Wie sollen die Historiker sonst meine Taten rekonstruieren? Das hier können wir essen, oder was? Welcher kühne Bastler hat denn da Kaugummi dran geklebt? Ach, stimmt, das war ja ich. Jetzt hat das aber wieder abgemacht. Warum hat das... So viel Klebefläche und so wenig Kaugummi. Wie soll man sich da entscheiden? Okay, ich probiere mal alles aus mit dem Kaugummi. Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. So viel Klebe, wie soll man... So viel, wie soll man... Das ist die einzige Möglichkeit, sehe ich gerade mal. Und es passt da nicht dran, oder was? Ich brauche mehr Licht. Ich brauche mehr Licht. Wie kriegen wir denn mehr Licht? Lampe. Das einzige Licht hier hinten. Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Kannst du dich einfach dagegen werfen? Das reicht doch auch. Wenn ich anfange, meinen... Wenn ich anfange... Probieren wir hier nochmal alles Schnelles durch. Wozu Verausgaben? Es ist bereits eine Scherbe. Wozu Voraus? Es ist bereits ein... Okay, so, wir brauchen also irgendwie mehr Licht. Wo kriegen wir mehr Licht? Das ist die Frage, weil hier ist ja auch noch sowas. Hier geht's noch zum Turm. Kofferraum, der Tümpel, Tonne mit Wasser. Einfach mal alles ein bisschen ausprobieren. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Seife. Probier das lieber beim Tümpel. Das ist viel lustiger. Tümpel. Nein, nicht! Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. Cool. Gabel, da komme ich ja nicht hin zu den Sachen hier, oder? Ich spare mir meine... Nö, anscheinend ja nicht. Das allein reicht nicht so. Ich brauche Lust und... Hupe. Ich spare mir meine... Was ist, wenn du dahin läufst? Lauf da mal schnell hin, Rufus. Und dann, kannst du da nicht mit dem Stock draufklicken? Ich spare mir... Nein. Ich spare... Kannst du auch nicht. Ich spare mir mein... Die Kurbel ist zwar neben dir, aber kann er auch nicht machen. Ich spare... Da kommt er auch nicht hin. Ich... Zaunausgang. Wo kommt das denn hin? Wo läuft man da hin? Hier oder was ist das? Wozu was ist... zur Eingangshalle. Also ich glaube ja immer noch, dass wir irgendwas mit dem... mit dem hier... mit der Maschine da machen müssen. Zuckerwattenmaschine. Kaugummi, kriegen wir dann noch einen Kaugummi raus, zufällig?
Pumpen. Ist wohl nichts mehr drin. Nein. Was mit dem Sardellenautomaten? Dynamit gefischt und sonnengetrocknet. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Sardellen am Spieß. Das können wir jetzt ja essen, gell? Können wir das da vielleicht... Warte mal. Ich schalte es mal um zu. Da war doch etwas... Jetzt steht er auf Calzone. Nicht Calzone, sondern das andere. Jetzt steht er auf Phosphor. Phosphor, können wir das da reinstecken? Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Kannst du es nicht einfach reinstecken? Ich bevorzuge Dynamitköder zum Angeln. Was ist denn, wenn wir das Ding jetzt essen? Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Kriegen wir dann nochmal einen Stock? Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist ruhig. Ist ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt. Er hat uns durchschaut. Schnell weg hier. Okay, sollten wir nicht essen? Aber hier gibt's noch so viel Sachen, das ist... Was, wenn ich Quersummen bilde? Das hier gab's schon mal. Ich check aber gerade nicht, wo da etwas einmal leuchtet. Einmal Zuckerwatte, bitte. Hä? Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Ich hab doch gar nichts mehr drauf geklickt. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Du hast deinen Hebel kaputt gemacht, gell? Geht das vielleicht damit? Nö. Los, sei nützlich. Stures Ding. Hat der gerade den Knopf beim Hebel gedrückt? Ich komm schon noch drauf. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts genau. zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Dem irgendwie echt nichts zu bedeuten. Kann ich da einen Stein reinwerfen, viel zufällig? Wer gern zu Haus mit Steinen wirft, sollte kein Glashaus mieten. So kann man das Ganze natürlich auch sehen. Sardellen dort rein. Der Stock passt in die Halterung, aber solange die Fische nicht brennen, bringt mir das nichts. Ach. Willst du vielleicht hier brennen, Lampe? Fisch bei der Lampe? Der gute Fisch, den überlasse ich doch nicht den Maden. Ha, da kommen sie auch schon und jubeln. Nein, Moment mal. Sie winken ab. Süß. Okay, die Maden wollen den Fisch auch nicht. Kann ich den vielleicht in den Tümpel halten? Hier, in den Tümpel. Irgendwie muss man das Ding noch zum Leuchten bringen. Und dieses Ding leuchtet doch hier. Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Hä? Was habe ich jetzt bekommen? Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Hä? Ich kapier's nicht. Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Sehr seltsam. Die Sardellen sind schon gewaschen. Ich kann die Seife riechen. Da kommen wir überall nicht ran. Dort auch nicht. Das haben wir schon ausprobiert. Schnabelkuscheltier, willst du vielleicht eine Sardelle einen haben? Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare Ihnen das lieber. Okay, auch nicht. Wie kriegen wir diese doofe... Der Stock passt hin, aber solange die Fische... Hoch, hier, nochmal hier rein. Hey, benutzt den doofen Stock hier, noch Stange. Nehmen wir mal Phosphor, irgendwas. Hier steht, der ist... Okay, das war falsch, dann möchte ich den Stock nehmen.
Phosphor-Zuckerwatte. Und die jetzt... Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Auch nicht. Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Stock hier vielleicht mit, wie kann ich hier umschalten? Ja, hier, Hebel. Jetzt steht er auf geschmacklos. Aber ich bezweifle, dass er geschmacklos irgendwas bringt. Das Auge muss wohl... Wenn ich anfange... Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich aber eher verkleben. Vielleicht würde mir das mein... Wahrscheinlich... Aha. Lang, sehr lang. Maschine, mach mir... Ich hasse... Dann essen wir das ganze Ding auch nochmal auf. Passiert sich aber auch nichts. Mal den Zucker. Passiert auch nichts. Dann probieren wir das Ganze nochmal hier mit dem... Jetzt steht er auf Calzone. Calzone? Zuckerwatte mit Calzone-Geschmack. Das Auge muss... Aha, langsam, sehr lang. Ach. Warte mal. Ich probiere mal ganz kurz was aus. Oder ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann hoffe ich mal, dass wir langsam hier drauf kommen, wie es hier weitergeht. Aber vielen Dank fürs Zusehen und bis in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.